Heute steht das wohl für die Märkte wichtigste Ereignis an, nämlich eine Rede von Donald Trump in New York vor dem Economics Club. Und da geht es um die Handelspolitik, also um des Pudels Kern. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute zu erwarten ist. Gestern der dünnvolumigste Tag seit dem 14.10. Die Umsätze waren kaum messbar, könnte man fast formulieren. Wir hatten ja diesen halben Feiertag, Veterans Day, die Anleihenmärkte waren geschlossen. Im Mindesten die physischen, also nicht die Futures-Märkte für Anleihen, die waren geöffnet. Aber es war dann doch fehlendes Volumen, sodass dann wenig reichte, um die Märkte in eine bestimmte Richtung zu drehen. Und das, was die Märkte in eine bestimmte Richtung gedreht hat, das war die unsubstanzierte, aber auch optimistische Aussage von Boeing. Ja, es könnte ja schon soweit sein, dass wir im Januar unsere 737 MAX wieder in der Luft haben, vielleicht im Dezember schon ausliefern können an Kunden, die ja so sehnsüchtig auf diese Maschinen warten. Das ist im Grunde genommen Trash-Talk vom Allerübelsten, sei es drum, die Europäische Flugaufsicht wird lange auf jeden Fall nicht wohl bis Januar hier eine Erlaubnis geben, und ohne die Europäische Flugaufsicht geht gar nichts, das ist praktisch nicht durchsetzbar, dann könnten diese Maschinen nicht fliegen, aber sei es drum, die Märkte nehmen eben Nachrichten, wie sie kommen, auch wenn sie nicht stimmen. Dementsprechend war gestern dann der Dow Jones noch ins Plus gedreht, damit auf einem Allzeithoch geschlossen. Zwischendurch war es so, dass der S&P, glaube ich, 13 Pünktchen verloren hat, also so nicht mal ein halbes Prozent. Das war der schärfste Abverkauf seit dem 8. Oktober, meine Damen und Herren. Das muss man sich mal vorstellen. Aber schauen wir uns mal an, was heute der Fall ist. Erstmal in Sachen Terminen. Um 11 Uhr der ZEW-Index, das konjunkturelle Highlight heute. Ich will Ihnen mal zeigen, wie es bisher gelaufen ist in den letzten Monaten. Großartig, wie wir sehen. Das gibt zu Optimismus Anlass, was hier der Fall ist. Die letzte Zahl minus 22,8, davor minus 22,5, viermal sogar im August war es minus 44,1, ein Ausreißer nach unten. Aber wir sehen, der einzige Monat, der positiv war, war der Mai. Da waren vielleicht ein paar Frühlingsgefühle mit dabei, dass der Index sich ins Positive drehen könnte. Die Erwartung jetzt bei minus 13. Also doch eine substanzielle Verbesserung, auch wenn der Wert unter der Nullerlinie bleibt. Und dann haben wir natürlich die Rede von Sid Donald. Ich habe lange gebraucht heute Morgen, bis ich herausgefunden habe, ja, wann spricht er denn? Wann ist er denn dran? Und die Uhrzeit ist 18 Uhr, meine Damen und Herren. Zumindest ist es so geplant, 12 Uhr New York Time. Sie wissen alle, dass Trump sich gerne Zeit lässt, weil er weiß, dass alle Welt auf ihn wartet. Dementsprechend rechne ich eigentlich nicht vor 18:30, 19 Uhr mit der Rede von Donald Trump. Es ist ein Luncheon, wie die Amerikaner sagen, also praktisch eine Rede zum Abendessen. Manchem wird vielleicht dann der eine oder andere Bissen im Hals stecken bleiben. Hier sehen wir, da wird bald auch Michael Dell kommen oder Khosrowshahi. Das ist der Uber-Chef, also durchaus Hochkaräter, die da sprechen, wenn man den US-Präsidenten mal ausnimmt. Was haben wir noch? Wir haben hier zunächst mal jetzt in den asiatischen Märkten eine Drehung gehabt aus irgendwelchen Gründen. Chinas Märkte waren wieder negativ, Japan so leicht positiv. Wir sehen vor allem so ein bisschen Rückenwind durch Meldungen, dass Trump möglicherweise, wahrscheinlicherweise die Autozölle um weitere 6 Monate verschieben wird. Ergo erstmal praktisch wird es keine Zölle geben, denn in 6 Monaten, da sind wir schon mitten im Wahlkampf, da wird er das wahrscheinlich nicht machen. Wir sehen, dass die japanischen Aktienmärkte wieder stark sind oder sich am besten halten. Wir haben jetzt so einen Future-Bounce nach oben gehabt in den letzten Minuten. Insgesamt kann man sagen, das hatte ich Ihnen schon gestern gezeigt, die Short-Positionen auf den VIX, auf die Wohler-Erwartung so hoch wie noch nie. Das ist sozusagen ein neuer Rekord, über 200.000 Kontrakte. Und wir sehen aber Interessantes in der sogenannten VIX-Term-Structure. Das ist praktisch die Zinskurve des VIX. Und wir sehen, die ist so ausgeprägt wie zuletzt im Jahr 2018, im Januar 2018, Januar 2018, der eine oder andere Historiker von Ihnen wird sich noch daran erinnern, was damals passiert ist. Und ich will Ihnen das mal zeigen, was diese Zinsstrukturkurve, diese VIX-Term-Structure bedeutet. Wir haben jetzt zum Beispiel einen VIX, der im 12er-Bereich hantiert. Das ist hier ein Beispiel aus April
2016. Ähnlich ist es nämlich derzeit. Wir sind nämlich hier deutlich im Contango, das heißt, der VIX Future wird ja in Monatsfutures gehandelt. Es gibt den April-Future, den Mai, den Juni, den Juli, den August, September, Oktober, bla bla bla. Und so geht es immer weiter. Und die weiter entfernt liegenden Futures liegen deutlich höher als der aktuelle Monatsfuture, was darauf hindeutet, dass die Teilnehmer doch erwarten, dass die Volatilität ansteigen wird in Zukunft, nicht so niedrig bleiben wird, wie sie derzeit ist. Man geht davon aus, dass im kurzen Zeitfenster also die Volatilität gering bleibt, aber dann deutlich ansteigen dürfte. Deswegen sehen wir hier eben diese VIX Term Structure, wie ich sie Ihnen eben gezeigt habe, praktisch auf neuen Hochs seit über einem Jahr. Was haben wir insgesamt an den Märkten gesehen? Wir haben in letzter Zeit eine Rallye vor allem von Finanzwerten gesehen, Industriewerte, Informationstechnologie. Das waren die Treiber dieser Rallye seit Anfang Oktober. Was hinterher hinkt, ist Consumer Discretionary, also praktisch Konsumentendinge des täglichen Bedarfs. Consumer Staples, schwach Real Estate, also Immobilien und Utilities, also praktisch Versorger, konservative Werte. Früher hatten wir es eben so, dass gerade Utilities, Real Estate, also die defensiven Branchen gut gelaufen sind, ebenso wie Information Technology. Energie ganz schwach. Also wir sehen, dass sozusagen jetzt die Dinge sich umgedreht haben. Die Finanzwerte sind gut gelaufen durch die Versteilung der Zinskurve, die Fed initiiert hat. Und was nicht gut läuft, sind eben diese dividendenstarken Werte, weil jetzt die Renditen für Staatsanleihen wieder deutlich angezogen sind. Und damit, ich hatte es gestern gezeigt, sind jetzt aktuell die Renditen für die 10-jährige US-Staatsanleihe höher als die Dividendenrendite im S&P 500. Und das ist für die Märkte durchaus wichtig. Nochmal zum VIX hier vielleicht. Wir haben auch hier eine ähnliche Struktur wie zuletzt bei dem massiven Anstieg des VIX. Hier eine positive Divergenz und sehen, dass wir hier in diesem Trendkanal jetzt bald ganz unten angekommen sind. Also da kann was passieren in den nächsten Tagen, muss natürlich nicht, meine Damen und Herren. Wir sehen hier, dass insgesamt in der Earnings Season jetzt, in der Gewinnsaison der Amerikaner, durchschnittlich, wenn ein S&P 500 Wert positiv überrascht hat mit seinem Earnings per Share, also mit seinem Gewinn pro Aktie, dann haben wir durchschnittlich eine Preissteigerung gesehen von 2,3%. Das ist der höchste Wert seit 5 Jahren. Durchschnittlich steigen dann Aktien normalerweise 1,0%. Also da hat man wahnsinnig viel eingepreist, nachdem man die Latte unglaublich tief gelegt hat, sodass sozusagen selbst ein Einbeiniger hat über diese Latte locker drüber springen können und dann haben alle gesagt, hurra, sie sind drüber gesprungen, das ist großartig und so war es diesmal eben auch. Schauen wir uns die Dinge an, wie sie sich derzeit darstellen. Wir sehen hier diesen Bounce-Bums, ging es nach oben ohne Meldung. Wer braucht schon eine Meldung? Die Charts von Capital.com, by the way. Wir sehen praktisch, dass die US-Futures vom Negativen ins Positive drehen. Sehen hier auch einen nicht unerheblichen Move im Nasdaq, der aktuell bei 8.264 ist. Wir sehen den S&P bei 3.092. Auch der DAX kann diese Bewegung dann vollführen. Wenn der Chart die Güte hätte, jetzt zu erscheinen, könnte ich das zeigen. Auf jeden Fall sehen wir den DAX über, da ist er, da wollte er kommen, jetzt bringe ich ihn nochmal. Da ist er, schauen Sie mal, 13.270. Auch hier das Fahnenstangen-Chart-Muster jetzt im kurzen Zeitfenster. Wir sehen den Euro, der weiterhin sich knapp über der 1,10er-Marke hält. Auch der will etwas verzögert hier kommen. Wir sehen Gold bei 1.449, da geht es also weiter runter. Da sind wir jetzt fast auf dem Tief, das wir gestern bei diesem Abverkauf hatten. Mal schauen, ob der Euro-Dollar wieder kommt. Da ist er, man muss ja vielleicht einfach manches nur zweimal machen. Da kommt es, 1.1035 und wir haben das amerikanische Crude Oil bei 57,14 Dollar. Also die Rede von Donald Trump, die wird das Wichtigste sein. Die Märkte sind sehr, sehr complacent, wie der Amerikaner zu sagen pflegt. Wird nichts schiefgehen, kann nichts schiefgehen. Wir haben Fed-Put, alles ist gut, nichts kann schiefgehen. Dementsprechend kaufen wir auch, wenn alles auf Anschlag ist. Kann gut gehen, muss nicht gut gehen. Wir werden sehen, ob es gut geht. Ich wünsche das Allerbeste und sage Servus und Ciao.